Ich habe heute ein neues Video gefunden und das einmal das von Julio und er hat wieder über Fake-Karten gesprochen, über High-Raritäten, das einmal dieses Video hier, das hier und ich würde sagen, das gucken wir uns doch mal zusammen an, weil ich bin tatsächlich echt daran interessiert, was für Fake-Karten es gibt. Springen wir einfach mal rein und gucken mal, was Julio uns dazu zeigen hat. Link ist übrigens in der Videobeschreibung zum Originalvideo, falls ihr euch das mal ohne meinen Commentary angucken wollt. Viel Spaß damit. Erstmal ganz kurz zur Warnung. Wichtig, das Video ist eine abschreckende Wirkung, logischerweise, und warnen. Das heißt, ihr möchtet natürlich das nicht promoten, dass Leute das machen, aber dass ihr wisst, dass das existiert. An sich ein guter Ansatz. Gucken wir mal, was dabei so rauskommt. Juju! Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf... Ach, er hat davon schon mal ein Video gemacht, stimmt, das war ja, da war ja was. Ja, habe ich jetzt komplett ignoriert. Gucken wir mal. Meinem Kanal und zwar zu Teil 2 der kleinen Videoreihe Fake-Karten. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch ja, an das dunkel. Letzte Video, wo ich euch ein paar aktuelle Meta-Staples vorgestellt habe, wo Karten quasi relativ gut und identisch nachgemacht wurden. Und ich dachte mir, heute reden wir nochmal über eine etwas andere Kategorie. Und zwar zum einen über die Kategorie Ultis. Also das ist auch nicht meine Karte, deswegen hier schon mal vielen, vielen Dank an einen guten Kollegen von mir, Colin. Shoutout geht an dieser Stelle raus, denn der hat mir diese Karten geliehen, weil ich besitze die Originalstücke davon nicht. Und dann hier eben noch Starlight Rares, in dem Fall hier ein Starlight Rare Dragoon. Und genau diese Karten, also die High Rarities, die wollen wir uns gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Das Einzige, was ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen kann, ist, keine Sorge, bei Starlight Rares, muss ich sagen, erkennt man es relativ leicht. Bei Ultis, da geht es auf jeden Fall schon wieder in eine gefährliche Richtung. Ihr könnt natürlich heute wieder in die Kommentare schreiben. Ja, habt ihr sofort erkannt oder sagt ihr, die sind schon richtig gut gemacht, das ist richtig erschreckend. Und ich bin gespannt. Was ich auch richtig erschreckend fand, könnt ihr mal mitschreiben. War, dass beim letzten Mal viele, viele Leute in die Kommentare geschrieben haben, ey, ich verstehe das komplett, ich möchte nicht diese Kartenpreise zahlen, deswegen unterstütze ich diese illegalen Machenschaften und finde es gut, dass Leute Karten fälschen. Also sorry an alle Leute, die das so sehen. Ich teile die Meinung nicht. Das kann wow, wow, wow. Also ganz ehrlich, das ist richtig räudig. Denn klar, Yu-Gi-Oh! Karten sind teuer. Aber muss ich deshalb die Produkte nehmen, die halt der Fake sind? Weil man denen darfst du halt auch nicht spielen. Also du darfst halt damit nicht spielen. Als wenn dein Gegner sagt, ey, die Karte ist halt nicht echt und dann kommt es halt raus, dann wirst du, by the way, auch gebannt, so von Konami, weil du hast halt, obviously, mit faken Karten teilgenommen. Das darfst du auch gar nicht. Also ich verstehe den Reiz daran, dass die Karten deutlich günstiger sind, aber bitte nicht. Kann ich euch schon mal sagen, weil das ist auf jeden Fall nicht cool und ich glaube, es findet dann am Ende auch keiner cool, wenn er dann wirklich gefälschte Karten wirklich gegenüberliegen hat. Also ich glaube, das kann mir keiner erzählen, dass ihm das... Mal abgesehen davon, dass vom Spielen selber ist das ja auch so ein Ding, ne? Okay, aber wenn es halt darum geht, Karten zu verkaufen, ich glaube, darauf zieht das ja eher mehr ab, dass die Leute quasi die Karten so gut fälschen wie möglich, damit die für die echten Karten verkaufen können. Und ich glaube, das ist da, wo es halt wirklich halt kritisch wird und wo es auch kriminell wird, weil die halt der Karte einen Wert zu schreiben, den die eigentlich gar nicht hat. Und das ist ja der Grund, warum diese Fake-Karten auch kritisch sind, gerade von diesen High-Rare-Karten. Das ist ja der Grund, warum wir wahrscheinlich von diesen Meta-Karten auch viel mehr haben oder von diesen High-Rare-Karten wie Ultis und Starlight Rares, warum die halt so das große Gebiet sind von den Leuten, die halt Karten fälschen, weil die halt damit halt Geld machen können, zwar extrem viel Geld. Wirklich vollkommen egal ist, aber... Gut, sei es drum. Ich würde sagen, lasst mir eine Meinung zu den heutigen Kärtchen da, wie ihr sie fandet. Und wir springen rein und schauen uns an, ja, wie die Karten dann am Ende wirklich aussehen. Bin gespannt. Da wären wir dann auch schon bei den ersten beiden Karten angekommen. Okay. Und ich habe euch ja eben schon... Ihr seht es jetzt gerade nicht, weil ich ein bisschen im Bild bin. Ich mach mich mal kleiner. Also hier sieht man, also bevor jetzt schon irgendwas sagt, also die rechte Karte ist halt die gefälschte von euch, die rechte. Denn der Side-Effekt, der ist halt zu krass. Und die Border ist halt auch nicht ganz gleichmäßig. Und die Druckqualität ist auch nicht annähernd so gut wie die von Konami. Und das Template, was sie benutzt haben, also gerade was die Sterne angeht hier, nicht gut. Und der Holo-Effekt von dem Ding fehlt auch. Da ist kein Holo-Effekt drauf. Schon gesagt, also bei den Starlight Rares, da kann man es deutlich leichter erkennen als generell bei den Karten vom letzten Mal. Oder generell sind das heute generell Kategorien.
Es würde wahrscheinlich auch hilfreich sein, wenn man die Karten mal rausholt. Ich meine, jetzt bei dem Beispiel brauchen wir es jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass es hilfreich wäre, wenn wir das vielleicht einmal richtig sehen würden. Also das wäre, glaube ich, hilfreich. Wo ich sagen kann, die sind deutlich leichter erkennbar als überhaupt beim letzten Mal. Ich glaube, wenn ihr das jetzt so seht, ohne dass ich was sage, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ist für euch die originale Starlight Rare und welche ist die Fake Starlight Rare? Könnt ihr einfach mal schreiben, an dieser Stelle mal kurz pausieren. Ich zeige euch diesmal auf jeden Fall deutlich detaillierter, woran ihr die Fakes erkennen könnt. Und wie gesagt, hier finde ich es relativ klar. Also wir schauen uns jetzt erstmal wirklich diesen Dragoon hier an. Das ist schon so, wenn man das in der Sleeve sich anschaut, muss man sagen, glitzert gar nicht so extrem. Ich würde aber auch sagen, wir hören Ja, uns das mal aus, ne? Also ich okay, löse das das ist auf gleich jeden auf, Fall was da nice. die Original ist und was nicht. Also in Ja, dem Fall, ne, Starlight. hier sieht man es ohne Sleeve, ne? Da Bin ja glitzert kein das Fan von schon Starlights, ganz aber schön. das ist Also schon da erkennt man crazy. auf jeden Fall den Starlight Rare Effekt in diesem Fall schon sehr deutlich. Dann schauen wir uns auch noch die nächste Kopie an. Glitzert eigentlich auch ziemlich gut, muss ich sagen, aber hier muss ich auch sagen, da ist einfach, also das ist die gefälschte Karte. Also ja, obviously ist das die Quelle gerade, aber die Druckqualität selber, also die Qualität von dem Druck ist halt nicht so gut. Was mich interessiert, ist das Auge von Anubis. Da kann ich an dieser Stelle mal auflösen, denn man erkennt es an mehreren Dingen. Zum einen, ihr seht Ja, es, dieser okay. Silber. Die haben es halt versucht halt nachzumachen. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück auf den richtigen Dune. Aber auch sagen, wir holen uns das mal raus, ne? Also ich löse das gleich auf, was da die Original ist und was nicht. Also in dem Fall, ne, hier sieht man es. Ja, also nah dran auf jeden Fall, aber das Auge von Anubis halt hat mehrere Lagen und die haben halt nur die drei Augen kopiert und das war's halt. Dann gehen wir mal zurück nochmal auf den Fake. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. Ich glaube, da seht ihr das ganz gut. Ja, ist halt. Da kann man es gut erkennen. Aber auch hier unten. Also unten kann man es auch ganz gut sehen. Und die ist so ein bisschen, ein kleines bisschen gewellt. Ich will mal noch mal auf die Rückseite schauen. Gut auf der Rückseite. Da könnt ihr tatsächlich dann nicht so viel erkennen. Da fällt es Aber in nicht jedem unbedingt auf, anderen ja. Punkt sieht man es ganz gut. Und was man vielleicht auch noch mal sagen kann, die Oberfläche. Ne? So geht's dann, Da ne? sieht man schon, dass das so ein bisschen Also, geklebt ja, ist. Und vor es. allem auf den Dragoon selber. Ne? Also jetzt nicht nur auf der Karte. Da ist kein Holo-Effekt zu sehen. Und das ist auf jeden Fall auch ein ganz klarer Indiz dafür, dass die Karte gefälscht ist. Im Hintergrund, links und rechts neben ihnen und oben und unten. Da wiederum sieht man keinen Unterschied. Aber jetzt schauen wir uns nochmal die Originale im Vergleich an. Da zum Beispiel, Naja. wobei, nee, es stimmt tatsächlich gar nicht. Denn hier auf den Dragoon selber, auf der Starlight Rare, ist auch nicht der Holo-Effekt zu sehen. Ne? Da seht ihr, also das ist wirklich nur an den Rändern zu erkennen, an der Dicke der Karte und generell an dieser geklebten Oberfläche, weil hier sieht man es auch. Ne? Ja, Also wenn man aber sich die also Oberfläche so ich glaube, anschaut, ist das deutlich Größte, dünner was als halt die hergibt, ist halt Oberfläche wirklich von die der Karte. Druckqualität, die Farbtiefe. Aber ja, das sind auf jeden Das Fall die Unterschiede. Ich gibt's glaube, auf wenn man jeden die Fall jetzt her. beide Die ohne Ulti würde mich Sleeve nebeneinander interessieren. halten, ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich bei der originalen Kopie nichts mache, ist nicht meine. Ich glaube, so sieht man es ganz gut. Ne? Also die Kopie ist jetzt sicherlich nicht schlecht, aber man kann es, glaube ich, auch hier noch ganz gut erkennen, gerade wenn man hier ein Kenner ist. Da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Da erkennt man den Unterschied von der gefälschten zu Ja, einer originalen bin ich safe dabei. ziemlich gut. Und gerade wenn die so liegt, ne? Vielleicht sieht man es gerade so nochmal in diesem grellen Licht. Dieser Aufdruck Da kann man es, glaube ich, auch nochmal halt. ganz Das gut erkennen. Deswegen, schon wild. ja, soweit erstmal zu diesem Dragoon. Aber ich habe noch ein anderes Starlight Rare. Da habe ich aber leider kein Beispiel für euch. Da konnte ich keine auftreiben. Die besitzt Okay. keiner. Das ist eine Talents. Ja, aber das erkennt man Aber auch. ja, da wie gesagt, da kann ich euch Ja. jetzt kein Beispiel zeigen, aber da habt ihr mal das Beispiel. Vielleicht sagen die Leute, die ein Talents Starlight Rare zu Hause haben, könnt ihr mal schreiben, das kommt nah ran oder sagt ihr dann auch, nee, eigentlich nicht so gut gemacht. Da könnt ihr Das mir an sieht dieser auch Stelle gerne auch mal einfach, die das Kommentare. sieht einfach auch mega billig aus. Also das erinnert mich wirklich an diese Flohmarktkarten. Ich habe ja schon oft das Beispiel gemacht, dass mich diese Starlight Rares grundsätzlich an diese Flohmarktkarten von früher erinnern, die diesen krassen Holo-Effekt hatten. Aber das geht halt genau in das Ding rein, diese so billig holographisch sind. Ich finde, das sieht man vor allen Dingen bei den Dingern hier an der Schrift, weil die gefühlt ein Inlay haben, nochmal von der dunklen Hintergrundfarbe von der Karte. Weil die halt hier nochmal so, als hätten die so einen grünen Rahmen drumherum. Kommentare schreiben, aber wie gesagt, dazu kann ich euch Da leider kein kann man Beispiel es ganz gut zeigen. sehen. An dieser Stelle würde ich dann auch sagen, gehen wir direkt rüber zu den Ultis. Ultis. Wir haben hier Okay, den schwarz ja. glänzenden Soldat des Chaos in Ultimate Rare Okay. und auch da. Wo man sagen muss, at least they tried. Okay. Weil auch da wieder, also jetzt direkt mit einem Blick, die Ulti hat halt so eine viel bessere Druckqualität. Sowohl der Name
als auch das Bild selber, als auch die Stanzung von dem Ulti-Effekt. Also da wird ja niemand, wirklich niemand, das für das Original halten. Das ist ja, das wäre ja, nee. Da würde ich euch gerne erstmal beide Kopien ohne Hülle. Gerade, guck mal, hier das, wie das halt im Hintergrund aussieht. Also guck mal, wie stark der Kontrast von dem Blau ist. Oh mein Gott, das ist halt das schon zeigen, schlecht. Ihr könnt an dieser Stelle gerne schon mal schreiben, was eurer Meinung nach die Fälschung ist und was die Originale ist. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt beide erst einmal an. Hier haben wir Nummer... Ach, Ultis, ne? Also gerade auch den Dinkel. Oh, wie... Ultis sind so schöne Karten. Wirklich ungelogen, Ultis sind so schön. Guckt euch das mal an. Also guckt mal an, bitte an, wie schön das ist. Ne, diese Stanzung hier, so richtig schön, High-Quality-Shit. Also sieht wirklich richtig gut aus, ne? Dies, by the way, in dem die andere, die Starlight-Rare von den Dragoon hatte so eine richtig crazy Printline drin. Hat der jetzt hier nicht. Oh, eins. Ich zeig das bewusst hier auch so ein bisschen, damit man auch den Hintergrundeffekt oder generell diesen Stanzungseffekt schön. Effekt der Karte so ein bisschen auch glaub, das im Hintergrund mal ganz gut rüber. Oh mein Gott, ja. Auch noch mal so. Das sieht man richtig gut. Dann schauen wir uns auch noch mal die andere Karte an. Ich mache es natürlich wieder in die Sleeve rein. Und hier haben wir die andere Karte. So, auch da wollen wir uns den Effekt... Ich muss aber sagen, also in der Sleeve hat man es sofort erkannt. Aber auch hier wieder die Druckqualität... vor allem hier unten bei dem Link sieht man das halt schön, dass es halt so ausläuft. Das ist halt bei den Karten von Konami halt so richtig, richtig scharf. Also wirklich schön abgegrenzt voneinander. Sowohl bei den Link-Pfeilen, da sieht man das auch ganz gut, dass sie halt eine falsche Farbe irgendwie haben. Und das Auge von Anubis ist auf jeden Fall auch nicht ganz... Den Stanzungseffekt ganz richtig anschauen und natürlich auch ja, ein bisschen die Oberfläche. Einfach ein bisschen Silberfolie. Aber ich muss wirklich sagen, also im bestimmten Licht hat das schon diesen Ulti-Effekt. Erinnert mich so ein bisschen an die Ultis vom OCG, so ein bisschen nicht so eingestanzt, aber so holographisch an den Seiten. Aber die haben es auf jeden Fall versucht, das muss man wirklich fairerweise sagen. So, und was ich euch schon mal verraten kann ist, das hier ist die Fälschung. Und ich muss auch sagen, wenn ich die jetzt im Vergleich so nebeneinander habe, dann erkenne ich das deutlich, auch wenn die Karten in der Sleeve sind. Easy. Aber was ich erschreckend finde, ist, dass die tatsächlich eine Stanzung hat und die hat wirklich auch eine Oberfläche. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit dem Finger so drüber gehe, das ist nicht nur irgendwie ein aufgedruckter Effekt. Also da ist natürlich dieser Stanzungseffekt, der ist da genauso drinne wie auf der Ulti und der fühlt sich tatsächlich auch genauso an. Davon abgesehen ist die Karte sehr beschädigt angekommen, ne? Also da kann man es auf jeden Fall erkennen. Und woran man hier auch noch ganz klar den Unterschied erkennen kann, ist die Schriftart. Also generell die Schrift hier unten. Die ist mitgestanzt, daran erkennt man es. Echt? Lol. Ja, stimmt. Gerade das Link 3, also das hier unten, ne? Sieht da, glaube ich, ganz gut. Das ist viel zu dick geschrieben und es ist, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob das sogar eine andere Schriftart ist. Auf jeden Fall ist die Karte nicht so, oder von der Schrift nicht clean. Das wirkt so ein bisschen verschwommen. Da sieht man ganz gut den Unterschied. Ich zeige euch das jetzt mal bei der Originalen. Da ist es deutlich cleaner, schön, wenn ihr euch das mal anschaut. Schön clean, auch die ganzen feinen Sachen. Da sieht man es, glaube ich, ziemlich deutlich. Und hier ist halt auch die Stanzung noch ein bisschen ausgeprägter vom BLS selber. Also, ne, also hier insgesamt würde ich sogar sagen, hat die Karte mehr Stanzungseffekt als die. Aber hier ist es halt, oder kommt es halt ein bisschen anders rüber nochmal. Ja. Ich finde es erschreckend, wie gut tatsächlich auch diese Ulti-Fälschung gelungen ist. Könnt ihr ja wirklich gerne mal in die Kommentare schreiben. Eigentlich wollte ich euch noch deutlich mehr Karten... Ist spannend, was für ein Aufwand da betrieben wird, um halt diese Karten zu fälschen. Denn wenn man jetzt Karten fälscht, die halt Metakarten sind, kann man ja sagen, okay, da geht es halt wirklich um das Spielen, dass die Leute halt wirklich günstigere Karten spielen können. Dafür gibt es ja auch diese ganzen Proxy-Seiten, wo man sich so Proxys bestellen kann und mal die Proxys spielen kann. Das finde ich ja an sich jetzt nicht verwerflich, weil es halt als Proxys auch vermarktet werden, die werden als Proxys genommen. So, aber die Intention von diesen Karten ist ja, dass ihr die den Leuten verkauft, die nicht wissen, wie Ultis normalerweise aussehen. Und da scheint ja auch Geld reinzufließen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so viel Geld ist, wie Konami jetzt für die Sachen ausgibt. Aber genug, dass sie nah rankommen. Ne? Das ist halt, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Zeigen, aber das sparen wir uns vielleicht nochmal auf für ein Teil oder Teil 3. Mehr habe ich für den Moment nicht rangekommen oder Karten nicht ranbekommen, weil die sind auch ein bisschen teuer. Deswegen würde es mich riesig freuen, wenn ihr an dieser Stelle ein bisschen Support da lassen würdet. Support. Gerne ein Abo und ein Däumchen nach oben.
Aber Däumchen kriegst du, Abo, bin ich raus, aber auch in der Schrift kennt man es nun mal ganz gut, das habe ich jetzt eben noch ja, gesagt, dass hier Namen. Oben, ne, Schrift easy. Ist jetzt hier auch, ja doch, die ist schon mitgestanzt, aber ist deutlich schwächer und hier, da sieht man schon auch mal einen Unterschied an der Schrift. Das, also, ne, das sind ein paar Unterschiede, woran man das Ganze auf jeden Fall erkennen kann. Die Rückseiten, ja, habe ich euch jetzt hiervon nicht gezeigt, die sehen tatsächlich genauso aus wie eine normale Yu-Gi-Oh! Karte. Alles sehr erschreckend und ich hoffe, ja, ich konnte euch damit nochmal ein bisschen aufklären, worauf ihr da ein bisschen achten könnt und müsst, wenn ihr euch Ultis holt. Ich meine, wenn ihr euch die Karte so in den Schrank stellt. Aber ich würde mir ganz gerne nochmal das andere Video von Julian mal ganz kurz reinziehen, weil ich weiß, dass ihr es auf jeden Fall gesehen habt. Ja, da wollte ich mal ganz kurz mal reingucken. Genau, die kennen wir, da wollte ich mal ganz kurz mal reinschauen. Das sind ja die gefakten Karten von Flohmarkt, die ich halt meine. Berührung, ne? Bekommen. Genau, das kennen wir noch. Aber dann habe ich gesehen gehabt, ne? Hier zum Beispiel. Hier blauäugiger, wobei das geht sogar hier, der ist schlimmer. Ja, der ist furchtbar. Aber dann habe ich gesehen, den Prosperity, genau. Und auch da ist es wieder, der ist halt super close. Ne? Der ist wirklich super close. Da gucken wir mal ganz normal. Also zweimal, einmal eine Pot of Prosperity in Englisch und einmal einen Topf des Wohlstandes eben in Deutsch. Und da könnt ihr jetzt einfach mal in die Kommentare schreiben, welche dieser beiden Karten ist aus... Wenn wir jetzt hier raten würden, okay, welche davon ist halt... Die Originaler, welche nicht. Würde ich jetzt in dem Fall sagen, dass der Deutsche halt das Original ist, weil der halt wieder deutlich schärfer ist. Ich kann das Auge davon nur bis jetzt gerade hier nicht sehen, aber das haben die echt gut hinbekommen. Ne? Also das ist erschreckend, dass das so gut ist. Boah, das nervt mich schon irgendwie, dass das halt so nah dran ist. Ne? Eurer Sicht die echte Karte. Und bitte nicht spoilern lassen, ihr könnt einfach das Video mal an dieser Stelle kurz pausieren. Wir schauen uns beide Karten mal kurz an. Ich zeige euch den Holo-Effekt mal so ein bisschen in der Kamera auch, wie das Ganze aussieht. Aber ich meine, mich daran erinnern zu können, als er die Karten rausholte, dass man das relativ easy erkennen konnte. Weil so in Höhlen, echt nicht so einfach. Also im direkten Vergleich. Ein bisschen aufgrund der Softboxen, aber ich glaube, es reicht trotzdem aus, damit ihr das Ganze gut erkennt. So, ja, aber das ist auf jeden Fall die Originale. Ja. Und tatsächlich ist halt eine dieser beiden Karten eben ein Fake, was man, finde ich, mit einer matten Sleeve, so wie ich das hier habe, gar nicht mal so leicht erkennen kann. In dem Fall ist es der Pot of Prosperity, der die gefälschte Karte ist. Ich werde euch auch gleich zeigen, dass man da relativ leicht auch rausfinden kann, was der Unterschied ist oder wo der Unterschied zu erkennen ist. Da können aber die Ami-Spezialisten. Ich habe jetzt selber nicht so viele Amis, weil ich habe gleich noch andere Karten. Ziemlich identisch, das kann ich. Natürlich eine Karte, die jetzt gerade metatechnisch sehr teuer ist, deswegen... Okay, aber hier sieht man auch ganz klar die Schrift. Auf jeden Fall mit rein, der ist original, der ist fake. Da erkennt man es vielleicht deutlich leichter noch als bei den Pot of Prosperity, deswegen an dieser Stelle seid ihr wieder gefragt, ihr könnt gerne mal schreiben. Ich zeige euch beide Karten nochmal. Und, aber eine Stufe nicht immer absolut perfekt, weil gerade, ne, wenn du das jetzt im Fenrir, finde ich, da erkennt man schon auf jeden Fall deutlich, wenn man es weiß. Wobei, wie gesagt, wenn man Richtung American denkt, wenn es eine American-Kopie ist, hier auch wieder nicht. Das ist die gefälschte Karte auf jeden Fall. Ja. Und das ist tatsächlich, ich weiß nicht, wer es von euch jetzt richtig erkannt hat, Finn, aber das ist keine echte Karte. Das ist auch eine gefälschte Karte und es gibt halt hier enorme Unterschiede. Manche sind eben besser gemacht und manche schlechter, kennt man logischerweise. Und die ist zum Beispiel, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Also wenn du die neben eine originale Karte legst, du weißt es nicht und du spielst vielleicht ein Playset davon, du erkennst keinen Unterschied. Wir können natürlich auch mal auf die Rückseite der Karte schauen und wir gehen auch gleich erstmal darauf ein, woran man den Unterschied erkennt. Also ne, generell erstmal, man sieht hier, die Karte glänzt ohne Ende von der Oberfläche. Ja. Das heißt, das ist natürlich auf jeden Fall schon mal so ein Punkt, wo man es richtig krass erkennen kann. Aber die ist natürlich trotzdem von der Qualität her auch besser. Ne? Also was jetzt die Kanten angeht, die Schrift selber, selbst der Holo-Effekt auf dem Emblem, sogar an der Spellkarte drauf. Also eine normale Yu-Gi-Oh! Karte, die hat nicht diesen Auge von Anubis, Spiegel gefühlt oder so, ob man da eine Scheibe drüber gelegt hat. Aber das ist natürlich kritisch. Aber das soll es auch von diesem Video gewesen sein. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, lasst mir gerne mal ein Abo da. Wenn ihr mehr von Julian sehen wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu dem Originalvideo, zu dem ersten. Bis dann, haut rein. Ciao, Leute.